Willkommen zurück zu Demolish and Build, dem Abrisssimulator 2018, in dem wir in der letzten Folge ja, glaube ich, einen Notfall bearbeiten wollten, aber das hat nicht so ganz geklappt, denn uns fehlte noch ein Gerät. Deswegen machen wir heute ganz traditionell mit den Jobs weiter und schauen mal. Toilette an der alten Tankstelle. Ich glaube, das werde ich mal machen. Auf der Karte anzeigen. Das ist also hier. Okay. Ah, ich kann es doch anklicken. Ah, okay. Dann habe ich es nicht richtig gemacht in den letzten Folgen. Das war ja so ein Wunsch, dass diese Navigationsfunktion noch dabei ist. Jetzt habe ich es einfach mal angeklickt. Man muss dann einfach auf Akzeptieren drücken, wenn man das noch nicht mit dem Taxi dann bereisen kann. Und dann geht's. Okay, wieder was gelernt. Also die Steuerung von diesem Auto ist wirklich nicht so schön, aber das habe ich auch schon weitergegeben an die Entwickler. Und ich war überrascht von eurem Feedback, denn es gab viele von euch, die geschrieben haben, Ansgar, das Spiel ist sicherlich ganz witzig, aber noch besser als der Bausimulator 2015. Das mag auch sein, ich habe relativ viel den Bausimulator 2015 gespielt, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Aber das ist ja, also beim Bausimulator geht es ja wirklich nur darum, Dinge aufzubauen, und hier geht es ja auch darum, Dinge abzureißen, kaputt zu machen. Ich meine, das hat ja irgendwie einen anderen Charme noch, ne? Ach, Leute. Ach, wir haben leider keine Hupe, glaube ich, ne? Oder? Haben wir eine Hupe? Ne. Aber brauchen wir auch nicht so. Können dann ja einfach überholen. Ja, und deswegen fand ich den Vergleich ein bisschen komisch. Klar, später geht es hier, glaube ich, auch noch darum, Dinge aufzubauen, aber im Moment geht es hier eben noch nicht darum. Sondern im Moment geht es nur ums Abreißen, und das macht ja auch sehr viel Spaß. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt mit der alten Tankstelle machen müssen. Erstmal die Tanks leeren vermutlich, ne? So. Bauunternehmer Meier ist am Start. Wo kann ich helfen? Hier. Wie gesagt, das ist auch noch eine Beta, ne? Also von daher kann sich zum finalen Spiel auch noch was ändern, und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wann es wirklich rauskommen soll. Der Stadtrat hat uns aufgetragen, die alte und verlassene Tankstelle abzureißen. Wir suchen nach einem Unternehmen, welches Beton- und Holzkonstruktion entfernen kann. Auch dafür brauchen wir wieder diesen Abbruchroboter. Den können wir uns aber, glaube ich, immer noch nicht leisten. Deswegen werden wir erstmal noch einen anderen Job machen. Das macht ja nichts. Dann machen wir erstmal noch diesen Salon hier. Fertig. Jo. Ich glaube, das ist nicht weit von hier entfernt. 1,5 Kilometer. Ist okay. Machen wir mal schnell. Das ist nicht wild. Machen wir den Salon platt. Und dann kaufen wir uns diesen Roboter. Und dann können wir diese Aufträge auch erledigen. Auf was man alles achten muss, ne? Ich glaube, das hätte ich auch vorher bei der Jobsuche dann schon sehen können. Aber gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel der kostete. Vielleicht können wir uns auch mittlerweile leisten. Aber wir machen jetzt erstmal die anderen Jobs fertig und dann machen wir das ganz flott. Jürgen Meier weiß, wie das Geschäft läuft. So, hier sind wir auch noch gar nicht hergefahren, ne? Hier können wir auch nochmal. Hat so ein bisschen was Apokalyptisches. Da eben lag irgendwas rum. Und es sieht auch irgendwie alles so ein bisschen verlassen aus hier. Da müssen wir das vermutlich abbiegen, ne? Oder? Nee, aber nicht. Okay. Also irgendwie so kreisförmig angeordnet, ne? Also so groß ist die Karte eigentlich gar nicht. Ich überhole den mal wieder. Mal gucken, was wir da genau machen müssen bei diesem Salon. Auch hier wieder Campingwagen. Es scheint hier ein Camping-Eldorado zu sein. Vielleicht wegen dieser hübschen Sonnenuntergänge und Aufgänge. Man weiß es nicht. So. Ich finde das Spiel bis jetzt auf jeden Fall ganz witzig. Das muss man sagen. Ich glaube, die meisten von euch fanden es auch sehr witzig. So. Ist das ein... Das sah aus wie ein Leichenwagen. Der da auf dem Parkplatz stand, da hinten. Student Special. $399 für 3 Monate oder so, ne? Richtig gespart. So, und da vorne sind wir dann dran, wieder noch. Da
Da vorne sind wir dann endlich. Haben wir bald schon die ganze Karte entdeckt hier. So. Dann biegen wir mal ab. Entdeckt, bewachter Parkplatz 2. Aber wir wollen ja nicht zum bewachten Parkplatz, sondern wir wollen zum Salon. Unsere lokale Sehenswürdigkeit, der Rosewall Saloon, fällt auseinander und muss abgerissen werden. Ja, das machen wir natürlich. Da sind wir Profi drin. Den machen wir ratzfatz, machen wir den runter. Pass mal auf, Jürgen Meier ist jetzt gleich am Start. Der holt sich kurz seine Fahrzeuge. Es wurde übrigens gemutmaßt, dass man immer am Parkschild auch parken soll. Das kann man zwar machen, aber das Parkschild ist eher dazu da, die Fahrzeuge zu liefern. Das brauchen wir bestimmt. Und den anderen, den Pickup, haben wir ja noch. So, dann müssen wir erstmal die Fenster zerschlagen. Hier ist ja eigentlich schon alles zerschlagen. Was müssen wir noch machen? Wir müssen nur noch einreißen. Also können wir hier schon mal... Zack. Kaputt. So, ab dafür. Noch was. Können wir noch was machen hier? Die Bierflaschen. Alkoholiker unter uns werden ja auch glücklich. Oh, ja, noch was. Nee, das alles nicht offenbar. Schauen, wo wir noch hier. Hier draußen noch die Tische vermutlich. Zack. Und kaputt. Alles kaputt machen. Dieses Spiel, das ist so ein Spiel, das einem Dinge erlaubt, die man im echten Leben nicht machen darf. So alles kaputt machen ist ja eher unüblich. Wo haben wir denn noch? Hier haben wir noch einen. Was sonst noch? Sonst können wir auch erstmal schauen, dass wir die Fenster und Türen einschlagen. Klaschong. So, zack, eingeschmissen. Dass ausgerechnet die Fenster hier noch drin sind, sonst wären die doch das erste, was eingeschmissen wäre, oder? Die Steine. Oder so ähnlich bei so verlassenen Gebäuden. Aber was ist das für eine Sehenswürdigkeit? Wir müssen auch noch die elektrischen Leitungen wegnehmen, genau. Zack. So, da ist schon mal alles weg. Da oben noch was? Nee. Den Stromkasten, den lassen wir einfach so drin, okay. Na dann. Wird alles seine Richtigkeit haben. Wir arbeiten streng nach Auftrag. Aufgabe erledigt. Okay. Müssen wir die wirklich nicht zerschlagen? Okay, nee. Müssen wir weitere Fenster noch suchen. Das ist schon kaputt, das ist kaputt. Und machen wir hier noch kaputt. Und, wo machen wir noch kaputt? Hier ist schon alles rausgeschlagen, glaube ich, ne? Hier noch nicht. Okay, jetzt haben wir im Prinzip alles. Jetzt müssen wir nur noch... Ah, die Paletten. Wo haben wir denn die Paletten? Paletten habe ich nicht zerstört. Ich habe nicht richtig gelesen. Ich Genie. Solche YouTuber kann ich ja leiden. Dislike ist da. Nur ein Scherz jetzt hier, ne? So, UFO wegschieben. Was ist das dann? Jetzt wird's kurios. UFO? Wo ist hier das UFO? Welches UFO sollen wir wegschieben? Hä? Was ist das? Na, wir machen jetzt erstmal den... Wir reisen den erstmal ein. Pass auf. Kabumm. Ich finde, das macht schon Spaß. Also wie gesagt, grafisch und so ist das alles nicht so pralle und ich weiß auch nicht, ob sich das tatsächlich noch zum Release ändert. Aber... Und die Sounds und die Steuerung ist auch ein bisschen kurios, aber ich finde es schon witzig irgendwie. Es macht einfach Spaß. Gleich bricht das alles... Ach, da ist das UFO! Mensch, deswegen ist das eine Sehenswürdigkeit, wegen des UFOs. Die liebe Zeit. So, wir müssen aber hier löschen. Staub, Staub. Ah, Moment. Ich habe den fallen lassen. So, jetzt müssen wir hier einmal reparieren. Nicht sprengen. Das auch nicht. Flexen auch nicht.
Doch, das war's ja schon. Hier. Oh, einmal kurz alles reparieren und dann reißen wir gleich weiter ab. Und dann müssen wir noch das UFO wegschieben. So. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade unglaublich lustig finde. Das ist immer so unvorhersehbar. Bei diesen ganzen Playway-Simulatoren, da können wir immer mal so Sachen... Ah, jetzt ist das ganze Ding hier kaputt. Arme UFO. Da kommen immer mal so Sachen, da rechnet man nicht mit. So, einmal kurz hier wieder reparieren. Dann machen wir gleich weiter kaputt. Aber es wird ein lukrativer Auftrag, glaube ich. Danach können wir uns diesen komischen Roboter auf jeden Fall leisten. Schon wieder reparieren. Und weiter, weiter und weiter. Ah, man muss wirklich auf das Fahrerhaus hier visieren, okay. So, dann nehmen wir den Rest noch weg. Dann haben wir es auch. Ist halt witzig, das Spiel. So, jetzt müssen wir hier den Kram noch wegschieben. Wo müssen wir den denn hinschieben? Also ist das ganze UFO schon kaputt? Ach, wir müssen den aus dem Kreis rausschieben. Okay, dann schieben wir den. Ich weiß, wo wir den hinschieben. Okay, Aufgabe erledigt. Damit können wir den Auftrag beenden. Abschließen. Und wir haben 4994 bekommen. Ich glaube, damit können wir uns schon, damit können wir was anfangen. Dann werde ich mal ganz flott zum Händler fahren. Wenn der Ladescreen hier weg ist. Das UFO. Man fragt sich, was hat er da gemacht? Naja, gut. Dann gehen wir mal schnell zum Werkzeugladen, nehmen da ein Taxi und kaufen mal schnell einen. Guten Tag, ich hätte gern... Nee, den kriegen wir hier gar nicht, den Roboter. Müssen wir nochmal zum anderen Shop da drüben gehen, glaube ich dann, ne? Bis hier diesen Roboter. Hm? Ich glaube auch nicht, ne? Haben wir noch einen anderen Shop? Werkzeugladen, Maschinengeschäft, Bauholzdepot. Wo kriegen wir diesen Roboter her? Ist das hier? Ah, diesen brauchen wir noch nicht. Der ist zwar sehr, sehr cool. Den könnten wir uns jetzt auch noch gar nicht leisten. Gehen wir mal anschauen, ob das hier vielleicht steht. Markt? Nee. Abbruchroboter. Dann, das muss doch ein Werkzeug sein. Gehen wir nochmal zurück. Nochmal die Straßenseite wechseln. Das muss ein Werkzeug sein. Irgendwas fehlt uns dann noch. Habe ich ein bisschen zu flott geguckt, offenbar. Zwischen den Zeilen lesen hier. Schweißgerät vielleicht. Weil den Presslufthammer haben wir auf jeden Fall schon. Ist das das vermutlich? Was ist das? Nee. Abbruchroboter, Presslufthammer, das haben wir ja auf jeden Fall schon. Dann vielleicht die Nagelpistole. Was ist das? Man fragt sich, was das ist. Da müssen wir vielleicht noch einen anderen Auftrag machen, ne? Ist ja merkwürdig. Vielleicht ist es doch dieser Bagger? Ah, hier haben wir es doch. Da ist das Ding. Ja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ackern für. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Na, wer soll denn auch darauf kommen, dass es hier in dieser Garage versteckt ist?
Na gut, haben wir ein bisschen suchen müssen, aber dafür haben wir jetzt alle möglichen Werkzeuge freigeschaltet. Ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Dann werden wir hier mit dem nächsten Auftrag weitermachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen netten Kommentar da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.